The Bad Batch ist die erste Spin-off-Serie von Star Wars The Clone Wars. Und damit ist eigentlich auch schon völlig klar, an wer sich diese Serie richtet. Sicher nicht an neue Fans, sondern an den alten, bestehenden Fans von The Clone Wars, die nicht genug davon bekommen können und unbedingt noch tiefer in einer Galaxie weit, weit entfernt tauchen wollen. The Bad Batch geht um genetisch manipulierte Klonkrieger. 5 an der Zahl, jeder einzelne davon ist irgendwo ein Experte. Einer ist besonders schlau, einer besonders stark, ein anderer hat ein mega gutes Auge, ist dadurch ein perfekter Scharfschütze und zusammen bildet sie eben The Bad Batch. Zuerst mal auftaucht, sind sie in der 7. Staffel von The Clone Wars. Ganz ehrlich, dort sind sie für mich der, ich sag mal, weniger reizvollste Part gewesen von dieser letzten finalen Staffel. Stark ist natürlich laut und oder ein bisschen so, ja, Klischee bedient. Jetzt hast du nicht nur irgendwie 2 oder 3 Folgen, um denen ihre Geschichte zu erzählen, sondern eine ganze Staffel. Und das tut dieser Serie, The Bad Batch, mega gut. Sie fängt nämlich an, dort, wo die 7. Staffel aufgehört hat, also mit Order 66. Du siehst Order 66 in allen möglichen Star Wars Serien, Büchern, Comics etc., Film natürlich, immer aus der Sicht der Jedi passiert. Du siehst eigentlich immer die Sicht aus der Sicht der Opfer oder der Hintergangenen, was es heisst. Du siehst aber die Order 66 nie aus der Sicht der Klonkrieger oder von Klontruppler. Und der Bad Batch ist jetzt aber genau so eine, nimmt die Perspektive ein. Und ja, es ist spannend. Es ist spannend zu sehen, was das mit ihnen anstellt, was es mit ihnen passiert. Quasi zu sehen, dass die Seiten, die für sie immer die Guten sind, die Liebe, so langsam immer böser wird. What do you say, kid? You wanna come with us? How can I help? Das heisst, dass Ziel nicht mehr Separatisten sind oder nicht mehr Droiden, sondern plötzlich Menschen werden. Also Rebellen natürlich. Und warum gibt es Klonkrieger, die dem blind folgen, die jubeln, die Fans sind von dieser neuen Idee, die kommt, die Idee vom Imperium oder von dieser galaxisweiten unterdrückenden Nazi-Diktatur? Warum machen die das? Warum sind die da so dafür? Also sind ja unsere Brüder, oder? Klonkrieger sind ja Tausende von Klonen eigentlich, aber untereinander sehen sie sich als Brüder und sie fragen sich, was soll das? Warum machen die das? Und fangen dann plötzlich an, von sich selber auch in Frage zu stellen. Der eine, der gerne Sachen in die Luft jagt, fragt sich, ja, ist das einfach mir einprogrammiert worden? Bin ich das? Finde ich das cool? Habe ich die Vorlieben? Will ich das cool finden? Oder ist das etwas, wo mir einprogrammiert sind? Wo hört meine Programmierung quasi auf? Und wo fängt mein Charakter an? Das sind so Themen, die diese Serie immer wieder mal aufgreift, aufstreift und sie darum so sehenswert macht. Alles in allem, ich habe es mega cool gefunden. Ich bin mega Fan geworden von dieser Serie, obwohl ich am Anfang recht skeptisch war. Also für Clone Wars Fans, macht euch keine Sorgen. Es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Dave Filoni ist auch wieder mit dabei an Bord als Produzent, als einer, der das Ganze überwacht und im Griff hat. Und er macht das verdammt gut. Und darum ist The Bad Batch auch mega gelungen.